Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Soma. Wir haben es geschafft, wir sind in Theta angekommen und ich bin mir nicht sicher, ob uns hier wirklich Gutes erwartet, weil schaut euch das an. Das ist dasselbe ekelhafte Glibberzeug, was wir bei der Leiche gefunden haben. Well, Catherine, we found Theta. Yes. Huch, wir haben es gefunden, aber ist die Frage, ob uns das so viel nützt. Okay, hier sind auf jeden Fall Sachen nicht in Ordnung. Und eigentlich... Na, eigentlich kannst du dir doch direkt den Stecker ziehen, oder nicht? Ich meine, du bist ja nur ein Roboter. Du bist ja nur ein Roboter und wenn alle tot sind und oben nichts mehr ist, was wollen wir dann noch hier? Was wollen wir dann noch hier? So, hier können wir das Omni-Tool benutzen. Na toll. Wie können wir das denn aufwerten? Wir können doch hier gar nichts machen. Willst du mich verarschen? Was soll ich? Ich komme doch hier nirgendwo rein. Ist alles abgeschaltet? Ah, ich habe eine Idee. Warte mal. Wir nehmen uns mal so ein Ding hier mit. Dann schmeißen wir das mal da durch. Ach, das geht nicht? Ist das nicht schwer genug? Ah, jetzt geht's. Ich hatte wohl nur nicht genug Schmackes. War ich das? Kam das von mir? Woher kam das Geräusch? Okay, so ein Omni-Tool-Ding. Bälle sind... Also Bälle in Horrorspielen sind unheimlich. Jetzt rollt er da lang. We're here. We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself. Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's... Heroic? At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Ah, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Okay. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Und du bleibst so lange hier. Na toll, ich bin begeistert. Du könntest wenigstens mit mir sterben, wenn wir von komischen Monstern gejagt werden. Ich bin mal gespannt, ob die komischen Typen mit dem... Suppenhelm... Also mit dem... Hier, mit dem Nudelsieb auf dem Kopf... Ob die wieder da sind. Oh, Leute, das sieht aus wie bei Alien. Ist nicht euer Scheiß ernst. Licht kann furchtbar erschreckend sein. Ja, ja. Wir randalieren mal ein bisschen.
Wir müssen jemanden finden, der die Sicherheitscodes kennt. Ich glaube nicht, dass hier noch jemand ist. What happened to all the people? This place looks deserted. So far. It doesn't make any sense. Theta is clearly the best option for survival. Ich höre hier Sachen, die das Leben nicht fröhlicher machen. Habe ich eine... Ah, ich habe eine Taschenlampe. Schon wieder so ein blöder Ball. Was war das? Where the hell did they all go? If Theta is out of the picture, where would you go? Probably Lambda or Omicron? Well, we've seen Lambda already. So maybe Omicron. Oh, verdammt. Mein Herz ist stehen geblieben. Oh, Toiletten. Toiletten sind nie gut. Guck mal, hier dampft es sogar noch raus. Okay, aber anscheinbar... Maybe we won't find anyone. Maybe they all helped out with the Ark. To carry it to town? Well, it seems excessive, but not out of the question. Was ist das? Hört ihr das? War ich das? Oh, das war ich. Oh, damn it! Noch mehr Toiletten. Okay, ich werde mich jetzt hier nicht in Gänze umschauen in den Toiletten. Ich denke nicht, dass ich hier was Interessantes finde. Stairs. Zu. Okay, die Stairs sind unbrauchbar. Dementsprechend kommt da aber auch keiner lang. Das war's mit meinem Licht. Error. Irgendwas ist hier und bedient sich dem Strom. Ich vermute, Catherine ist jetzt auch weg. Mach mal zu, das Ding. Fühle ich mich gerade einen Ticken sicherer. Was ist das? Ist das eine Karte? Ich bin mir nicht so genau... Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Oh Gott, aber ich höre hier Sachen atmen, Leute. Ich höre hier Sachen atmen. Catherine! Catherines Raum. Ich mach die Tür mal wieder. You want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. I seriously doubt you'll find anything useful in there. Ich gucke mich trotzdem gerne um, mit Verlaub. Oh, Tagebuch. Oh. Wie spricht man denn den Namen aus? Imogen Reed hat heute eine Maschine getestet. Sie war eindeutig von der WoW beschädigt worden. Noch wichtiger aber war, dass sie auf ziemlich primitive Weise zusammengebaut worden war. Als ob sie jemand nur zu dem Zweck geschaffen hätte, um sich vor der WoW stehlen zu lassen. Von der WoW. Nach ihrer Aktivierung imitierte die Maschine den Raum und Reed gleich mit. Nach einiger Zeit wurde sie gescannt und dann als Simulation in die digitale Umgebung geladen. Die Präsentation schockierte Reed und wurde schnell gelöscht. Mich ängstigt, wie sehr mich das an meine KR-Kapsel erinnert. Nach dem Zerlegen der Vivarium-Maschine, die Reed aktivierte, ist es nun unklar, dass die WoW mein Kapselprojekt kopiert hatte, um die Szene zum Ausführen der Reed-Simulation nachzustellen. Bis auf einen Punkt ist sie in ihrem Aufbau tatsächlich äußerst ähnlich.
im Gegensatz zu meiner Kapsel, in der sich aus Modellneurographen konstruierte flache Menschen befinden, lebt der Gehirnscan des Vivariums weiter. Er ist nicht auf seinen Inhalt beschränkt, auf den ursprünglichen Gehirnscan, aus dem Reed entstand. Die Reed in dem Vivarium war eine perfekte Kopie. Ich hab's! Ich kann die Menschheit retten. Ich kann eine Kapsel mit einer künstlichen Realität bauen, in der jedes lebende Mitglied von Pathos 2 Platz findet. Ich weiß nicht, wie es beim Vivarium funktioniert hat, aber ich kann die Scan-Technik der WOW mit Hilfe der Pilotensitze replizieren. Sie sind bereits mit dem erforderlichen Elektromagnet-Trommeltyp ausgestattet. Was? 22. Juni. Es war einfacher, als ich gedacht hatte. Die Pilotensitze sind bereits auf die zum Aufzeichnen des Scans erforderlichen Diffraktion und Hochenergie konfiguriert. Oh Gott, ist das kompliziert. Ich vermute, dass die WOW die Sitze schon seit einiger Zeit dazu benutzt, Scans von uns zu stehlen. Das erklärt vermutlich auch die Imitate. Die WOW muss die Scans der Leute über die Pilotensitze gestohlen und sie als Intelligenzbasis für die Maschinen benutzt haben. Ist Catherine vielleicht dann auch nur eine Imitation der WOW? Bei überraschend positivem Feedback des Teams haben wir das ARC-Projekt nun offiziell begonnen. Wir werden so viele Leute wie möglich scannen und sie in die Kapsel laden. Dann werden wir sie mit der Weltraumkanone in den Weltraum schießen. Sich vorzustellen, dass wir auf diese Weise weiterleben werden, ist eigentlich ganz nett. So, das Letzte. Mark Sarang hat sich nach seinem Scan umgebracht. Er hat allen erzählt, dass sie sich umbringen sollen, um so irgendwie auf die ARC zu gelangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Sicher ist, dass dadurch einige Streitereien beim Personal entbrannten und anscheinend ist das irgendwie mein Fehler. Strohmeier ist gar nicht mit mir zufrieden. Hoffentlich wird er sich wieder beruhigen. Unheimliche Puppe. Huch, da schreibt mich jemand an. Das könnt ihr, glaube ich, auch sehen, ne? Es tut mir leid. Aber doch an dieser Stelle lieben Gruß an dem Stromski. Hallo? Du bist auf YouTube. Na, bist du auch so, ne? So. Wo sind wir hier? Oh, noch mehr zu lesen, Leute. Ich krieg Halsschmerzen. Liebe Freunde, wenn ihr das lest, werde ich die ARC betreten haben. Wie ich schon erläutert habe, erreicht man das, indem man nach abgeschlossenem Scan aus dem Leben scheidet. Um Catherine nicht zu verängstigen, werde ich im Geheimen einen Kaugummi mit Cyanidsalz versehen und ihn mir in den Mund stecken, bevor ich zu ihr gehe. Wenn sie den Abschluss des Scans verkündet, werde ich zubeißen und mein Leben soll schnell beenden. So schnell beenden. Wenn ihr die Wahrheit über meinen Tod erfahrt, dann gibt es nichts zu betrauern, denn ich habe den Sieg davongetragen. Ich rate euch allen, es mir gleich zu tun und euch zu mir auf die ARC zu gesellen. Mit freundlichen Grüßen, Mark Sarang. Ob das so schlau war? Vor allen Dingen, ob das klappt? Ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn du so einen Scan... Wenn du hier so einen Scan durchgeführt hast, der wacht doch dann nicht auf einmal in der ARC auf, oder? Die Natur der Identität. Fragen über das Selbst. Wer sind Sie? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Werden Sie von Ihrem Körper oder Ihrer Umgebung definiert oder beschränkt? Beiden Ansätzen kann man sich nur äußerst schwer nähern, ohne dass die eigenen Antworten von pragmatisch oder spirituell veranlagten Menschen entkräftet bzw. verklärt werden. In diesem Werk führt sie Pavlina Martinu, Philosophieprofessorin der Karl University Prag, durch die Geschichte großer Denker und was sie über die Identität zu sagen haben. Ja, aber Leute, das war bevor jemand euer Gehirn gescannt hat und ihr der Meinung wart, ihr müsst euch deswegen umbringen. Also jetzt mal im Ernst. Robin Bass. Wir müssen eh alle sterben. Ich bin voll dabei. Ich vertraue Sarang und der Kontinuität. Ihr seid Idioten, Leute. Ach. Ich werde hier leicht paranoid durch die ganzen Geräusche hier drin, ne?
Ach, hey. Gibt's denn... Ach, du Scheiße. Ah, Igitt. Mit einer Rasierklinge auch noch. Hübsch gestorben bist du, mein Freund. Wirklich hübsch gestorben. Geht's jetzt hier eigentlich weiter? Leute. Was ist das? Hört ihr das? Leute? Ich glaube nicht, dass es noch hier vorbeikommt. Aber ich denke, wir sind nicht allein auf dieser Station. Shit. Wir sind nicht allein in Theta. Und ich meine damit nicht, dass wir hier noch freundliche Menschen, / freundliche Roboterfreunde haben. Ich denke, irgendwas ist hier gar nicht knusper. Was? Was sind das für seltsame Geräusche? Ich würde hier übrigens immer erstmal gern durchgucken, bevor ich die Tür aufmache, ne? Ist die Frage, ob das einen Grund hat, dass die versiegelt war. This is where I did my scan. And all the other... You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Hm. Hm. Kann man denn hier irgendwas machen? Ich kann da hinten nochmal reingucken, ne? Fehlerbehebung. Wir suchen nach dem Ursprung. Fehlercode. Keine Verbindung zum Hauptrechner möglich. Bitte setzen Sie den Router am unteren... Okay. Okay. Muss ich das unbedingt wirklich... Komm, wir hören hier mal nochmal rein. Strasky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Maser tool. What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please. I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Ach, die arme Catherine. Die arme Catherine. Hier nicht eben noch eine Tür offen? Ist ganz schön viel Blut, ne? Ist das von dem Typen, den wir gerade gehört haben, oder ist das grundsätzlich viel Blut? Ich weiß es nicht, ihr Lieben, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge finden wir mehr raus. So langsam aber sicher baut sich hier schon wieder ein Spannungsbogen auf. Und ich glaube, in der nächsten Folge werde ich wieder schreien. Ich weiß es genau. Bis dahin wünsche ich euch noch eine super schöne Zeit. Macht's gut und danke fürs Zuschauen. Tschüss.